Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth. In der letzten Folge haben wir eine Challenge gemacht und zwar die Family Man Challenge, der Familienmann. Den haben wir gemacht, die Challenge, und deswegen haben wir Glass Cannon Challenge freigeschaltet, weil wir durch die Family Man Challenge den Epic Fetus freigeschaltet haben. Und für die Glass Cannon Challenge braucht man halt diesen Epic Fetus und Lokis Hörner. So, Glass Cannon. Also eine Glaskanone. Und die Challenge heißt nämlich so, weil wir Judas sind. Wir sind Judas, haben also nur ein Herz. Dazu haben wir noch das Book of Belial, glaube ich. Und ihr seht schon an den Zylinder und an dem Monokel, dass wir Epic Fetus dabei haben natürlich. Und die Lokis Hörner, deswegen brauchte man die beiden Items auch. Und wenn wir jetzt halt schießen, dann haben wir hier erstmal den Epic Fetus, der sau OP ist und auch sau viel Schaden macht. Und ab und zu kommen halt vier Dinger. Wegen Lokis Hörnern. So, das heißt, wenn wir uns einmal selber treffen, dann sind wir sofort tot. Und deswegen müssen wir an sich nur diese erste Ebene überleben. Und dann ist alles Paletti. Ja. Oder halt irgendwo einen blauen Stein finden. Das wäre auch schon recht toll. Schauen wir mal. Irgendwann. Irgendwo. Irgendwie. Okay, schon mal ein halbes Herz. Ist halt blöd. Wenn wir irgendwie eingekesselt werden sollten, dann sind wir sofort tot. Jetzt haben wir immer ein blaues Herz. Das ist sehr cool. Und wir können halt alles in die Luft springen. Alle Steine. Und das werde ich auch tun. Und überraschend gut funktioniert das sogar mit dem Controller. Das hätte ich nicht gedacht. Ich habe überlegt, ob ich einfach mit... Oh. Ob ich einfach mal mit der Maus spiele. Wenn ich das Ding hier habe. Wenn ich Epic Fetus dabei habe. Aber nö. Geht mit dem Controller auch ganz gut. Also wenn ihr auch überlegt habt, wie ihr das macht. Geht auf jeden Fall gut mit dem Controller. So, da haben wir schon mal den einen Geheimraum gefunden. Aber ich glaube, wir werden uns später treffen, wenn wir uns... Oh. Oh. Wenn es ein bisschen hektischer wird. Ansonsten ist diese Challenge aber wohl nicht so schwer. Wird auch nicht so lange dauern. Es sei denn, wir gucken hier halt wirklich in jeden Stein ran, was ich tun werde. So. Und nach jedem Geheimraum sollten wir aussuchen. Ist immer eine Chance. So. Geld und eine Batterie. Und ein paar Pilze. Was war das für ein Pilz? Speed und Range Up, nice. Die Pille will ich eigentlich erst nach... Na komm, gut. War irgendwie klar, dass es Bad Tube wäre. Deswegen wollte ich es erst nach dem Boss einsetzen, aber gut. Wir können uns in den Geheimraum sprengen, ohne dass wir Geld dafür brauchen. Eine Münze dafür brauchen. Und hätten hier coole Sachen an sich. Und kriegen sogar ein blaues Herz wieder. Na, immerhin. So. Wenn wir jetzt noch irgendwo 7 Münzen herbekommen könnten, wäre das echt dufte. Na gut. Ende der Challenge ist, wenn wir Satan besiegt haben. Und dahin müssen wir erstmal kommen. Achso, wir könnten eigentlich mal unser Buch hier einsetzen, dann ist er vielleicht schneller tot. Oh ja. Oh ja, okay. Das Buch macht uns nochmal sehr, sehr stark. Das ist nice. Kriegen wir sogar noch ein Damage ab. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Jetzt haben wir gleich von Anfang an schon 4 Striche. Eben hatten wir mit dem Buch nur 4, glaube ich. In den Stachelraum gehen wir einfach mal nicht rein, weil ich zu doll Angst habe, dass wir uns selber treffen und dann tot sind. Dafür ist der Start viel zu gut mit dieser Spritze. Und ja, wir müssen bis zu Satan kommen, sind Judas, alles erzählt. Freischalten würden wir die Regelkarte, die Rules Card. Und diese Karte ist eigentlich richtig unnötig. Die kann man halt nur einmal einsetzen. Und dann kommt... Zufällig. Oh, wir hätten hier erst reingehen sollen, wenn unser Buch fertig ist, aber egal. So, dann kommt zufällig. Oh Gott, irgendwelche Nachrichten. Wie bei diesen Zukunftswahrsage-Dingsautomaten. Und mehr passiert da nicht. Da kommen einfach nur diese Meldungen. Also richtig unnötig, aber gut. Man braucht sie auch, um auf 100% zu kommen. Wow. Haben wir gerade echt super. Typen Dingsbums hier mit einem Hit gemacht. Nicht so schlecht. Also wir sind echt richtig stark. Machen trotzdem die ganzen Steine nochmal kaputt. Da haben wir sogar den Geheimraum gefunden. Ja, genau. Ist der normale Geheimraum, nicht der super Geheimraum. Und kriegen hier einen Schlüssel. Den werden wir auch nicht abgeben. Der gehört uns, der Schlüssel. Du kriegst gar nichts. So. Da wäre noch ein blauer Stein. Sehr schön. Fühlt man sich wieder ein bisschen sicherer. Da kommen wir sogar ran. Aber wollen wir das? Brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir machen es trotzdem mal.
Oh Gott, das kommt hier rein. What? Wir kommen sogar an beide ran. Wie cool ist das denn? Nice one. Ein kostenloser Schlüssel für uns. Oh, da ist noch einer. Den nehmen wir auch noch mit. Je nachdem, wo das Ding hingeht. Okay. So, wir müssen halt Leben uns holen. Unser Damage-Up haben wir jetzt schon bekommen. Brauchen wir quasi wirklich nur noch Leben. Und dann sollte das kein Problem sein. Es sollte auch so kein Problem sein. Jetzt, wo wir die erste Ebene überstanden haben, ein paar blaue Herzen haben, ist das eigentlich recht easy. Man sagt ja auch, das sei das OP-ste Item im ganzen Spiel, dieses Epic Fetus. Und ich glaube das. Weil es halt wirklich richtig stark ist. So. Den Geheimraum müssen wir auch noch finden, den Supergeheimraum. Und nach dieser Challenge hätten wir dann sogar tatsächlich alle Challenges geschafft. Was auch recht nice ist. Finde ich gut. Dann haben wir alle Sachen freigeschaltet, die man aus den Challenges bekommen könnte. Und dann können wir uns wieder anderen Sachen widmen. So. Und ich glaube, wir hatten richtig viel Glück mit den Challenges, dass wir die alle relativ früh geschafft haben. Weil einige... Oh nein. Einige sind ja echt abartig gewesen. Die haben wir dann trotzdem beim ersten Mal geschafft. Das war schon recht nice. Das ist der Supergeheimraum mit... Ah, wir haben das Eternal Heart nicht aus der letzten Ebene mitgenommen. Ach nö, wir hätten schon ein Lebensupgrade. Toll. Wieso musste jetzt noch eins kommen? Das hat mich jetzt dran erinnert. Ah. Shit. Ich vergesse die gerne mal. Manu. Egal, wir nehmen... Oh, warte, das Stopwatch ist auch ganz cool. Egal, wir nehmen das Teil mit. Vielleicht kriegen wir noch Geld. Ne, wir kriegen kein Geld mehr. Dann nehmen wir auch noch den blauen Stein mit. Bomben brauchen wir nicht. Wir haben sowieso unendlich Bomben. Geheimraum waren wir schon. Super Geheimraum waren wir schon. Gut, dann können wir jetzt auch schon zum Boss gehen. Ah Mann, das ärgert mich jetzt. Wieso haben wir denn das Teil nicht mitgenommen? Mal gucken, ist er auch mit einem Hit tot? Jo. Okay. Gut. Läuft bei uns. Tears Up und Shotspeed Up bringt uns überhaupt nichts. So. Okay, der ist auch Two-Hit. Jo, kein Problem. Bringt das was? Ich glaube auch nicht, oder? Oder? Sind die dadurch stärker? Würde mich wundern, ehrlich gesagt. Egal. Gehen wir in die nächste Ebene. Ich tippe mal so auf 30 Minuten wird diese Folge gehen. Kann nicht allzu lange dauern. Selbst wenn wir zu Satan müssen. Wir müssen an sich auch gar nicht alles mitnehmen, was hier so ist. Halt an sich nur leben. Aber wenn hier Pilze sind, dann muss ich die natürlich trotzdem in die Luft springen. So, was haben wir da? Phänomone, okay. Pilzis! Meine Pilzis! Pilzi, Pilzi, Pilzi! So, da waren auch noch welche. Okay, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein besseres Trinket. Kann man auf jeden Fall mehr mit anfangen. Okay, eine graue Kiste. Bad Trip, ja super doll. Ich hab mir schon immer Bad Trip gewünscht. Dafür mache ich doch gerne einen Challenge-Raum hier. Für so eine Bad Trip-Pille mache ich alles. Ah, diese Fliegen. Blöd, Mann, Fliegen. Ah, ja gut, da musste ich aber nah rangehen, damit er überhaupt aufgeht. Ja, aber wie gesagt, wir sollten uns nicht so sicher fühlen. Denn man verliert ziemlich schnell Leben, wenn man sich damit selber trifft. Und die brauchen halt auch ziemlich lang, bis sie dann mal runterfliegen. Das heißt, wenn man irgendwie eingekesselt ist, dann kann das sehr schnell passieren, dass man sehr schnell stirbt. So, auf jeden Fall haben wir hier den Geheimraum gefunden. Das machen wir auf jeden Fall auf. Hier ist sogar noch ein paar nette Pilze. Okay, schauen wir mal. The World. Was haben wir hier? Amnesia, ist egal. Kannst du die Forever? Und ein Tears Up. The World, ja. Ja, ich glaube, wir behalten lieber den Chariot. So. Du auch noch. Jetzt kriegen wir hier noch ein bisschen Geld. Wo war der Shop? Der war hier, glaube ich, links irgendwo, oder? Oder war der ganz woanders? Oh nein. Ich habe Amnesie.
So. Meiner Meinung nach war der hier... Ja, genau. Habe ich mich doch noch dran erinnert. Hallo, Shop. Oh, wir kriegen sogar die Karte, die wir uns nicht leisten können. Ah. Ich will die Karte. Karte und Kompass sind cool. Beste Kombi. Beste Kombi ist das. Der wäre noch ein Schlüssel. Den nehmen wir auch mit. Ja, und morgen kommt dann wahrscheinlich eine Special-Folge. Wenn das alles so klappt. Ich hoffe, das klappt. Und ein bisschen Geld? Nein. Was für Geld? Könnt ihr euch also schon mal drauf freuen? Oh, wir kriegen einen Cube of Meat. Das ist schön. Das war's. Du brauchst 2 Hits, obwohl wir unser Buch eingesetzt haben. Das ist ja nicht so toll. Geld? Nee, das ist ja ein blödes Item. Okay, Feuer geht damit also auch aus. Einfach nur Explosion braucht man dafür. Dead Sea Roll. Komm, wir besiegen den kurz. Warum nicht? Guck mal, wir kriegen sogar eine Pille. Das ist doch toll. Das ist doch super. So. Und diese Pille macht. Es ist eine Telepille. Oh nein. Oh nein. Hoffentlich ist der Raum immer noch da. Sonst wäre das jetzt ein bisschen traurig. Oh oh. Bitte sei da. Ach, danke. Gut. Denn ich will das haben, ich will mein Buch haben und ich will die Karte haben. Gut, 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 gut. Wir können auch zum Megasatan gehen, was uns aber überhaupt nichts bringen würde. Also keine Ahnung, warum ich den Schlüssel jetzt mitgenommen habe, aber wir haben ihn. Das ist doch toll. Sind doch schon in der 4. Ebene. Und sie sollten schneller als die Zeit sein. Ach, das sieht man hier gar nicht. Oh, nee, wir sind gar nicht so schnell unterwegs. Wir brauchen sogar recht lange. Coole Sache. So. Okay, die sind nervig. Wir springen uns raus. Das ist mir... Was? Ich will mich raussprengen. Hallo? Danke. Da ging es ja eh nicht zu diesem komischen Raum da oben. So. Da hat Lukis Hörner sogar mal was gebracht. Das ist ja richtig cool. Ich fühle mich wie so ein kleiner Gentleman. Noch ein blaues Herz. Herz! Sag mal, regnet das bei euch auch die ganze Zeit? Bei mir regnet das jetzt schon seit 2 Tagen ununterbrochen durch. Und man kann gar nichts machen. Dies ist voll traurig. Und ihr seid auch doof. Hallo? Danke. Bitte. Tschüss. Da gehen wir rein. Warum nicht? Mit, ja. Plum. So viel Zeug. Yay. Ist ja halt echt das Paradies. Ach, jetzt haben wir genug Münzen, ne? Ja, ja, genau. So, warum auch immer ich das aufgeschlossen habe für eine Bombe, die wir eh nicht brauchen. Fragt mich nicht, ich hab's einfach getan. So, da wäre noch ein Würfelraum. Da bin ich aber gespannt. Wow, 2 solche Schlüsselräume in einer. Oh Gott. Gut, dass wir den Bandage Ball haben. Eine 2. Boah. Warum nicht? Haben wir einen Schlüssel mehr? Ein blaues Herz. Okay, wir haben viele Leben, wir sollten das... Diese Challenge ist eigentlich überhaupt kein Problem. Warte, wir müssen das so machen, genau. So, den Schlüssel nehmen wir auch mit. Lalala, lalala, diese Challenge ist voll einfach. Wir gucken trotzdem nochmal in den Shop rein. So, hallo Shop, was gibt's bei dir? Gar nichts, okay, dann springen wir kurz deinen Shopkeeper in die Luft, weil der uns 2 Münzen gibt. Und dann ist das hoffentlich der richtige Weg zum Boss. Jo, perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Und du musst uns natürlich wieder ärgern, hä? Wegen dir müssen wir wieder warten. Immer müssen wir auf dich warten. Komisches Viech. Komisches Skelettviech. Ah, egal. Tschüss. Ich bin richtig froh, dass wir den Bandage Ball haben. Denn dadurch können wir uns dann auch verteidigen, wenn die uns zu nah kommen und wir uns nicht selber treffen wollen mit unseren Raketen. Au. Wie zum Beispiel eben. So, perfekt. Easy peasy. Kriegen sogar noch ein paar rote Herzen, was uns nichts hilft. Und ein Damage Up. Das Dämonenbaby ist auch ganz cool. Damage Up ist auch ganz geil. Wollen wir es einfach mal mitnehmen? YOLO! Wir nehmen es einfach mal mit, weil es ein Damage-Up ist. Jetzt haben wir, ja gut, 2, 4, 6 Damage, fast vollen Schaden.
Ja, komm. Wir haben so viele blaue Herzen, das passt schon. Jetzt müssen wir nicht mal unser Buch einsetzen. Oh, da bin ich aber gespannt, ob wir Mom one-shotten. Das wäre ja mega. Hä, ist das Teil jetzt auch größer geworden? Nee, oder? Also das... Dieses Ding da. Wisst Bescheid. Dieses Zielrohr-Teil. Ja, Doge-Party! Doge! Dutsche, Dutsche, Buddy, Buddy! Oh, nein, 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 geh weg, geh weg, geh weg! Au! Oh, gut. Dann holen wir uns hier auch alles andere. Dann muss sich das auch gelohnt haben, dass wir hier Schaden genommen haben. So, meins, 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 meins. Den machen wir auch noch kurz kaputt. Mit einer Karte, so cool. Könnten wir an sich sogar einsetzen. Okay. Das werden wir einfach mal nicht machen. Weil wir dann nur noch ein Herz hätten und das wäre traurig. So, die andere Chariot-Karte nehmen wir allerdings nochmal mit. Njung, voll der Umweg, egal. So. Da war nix. Und außerdem sehen wir jetzt wieder cooler aus. Jetzt sind wir ein toter Gentleman. Oder so. Hat doch was. Ich mag so ein Toter zu sein. Plup, 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 plup. Ansys, was macht Ansys? Ich habe keine Ahnung, was Ansys macht. Wir haben es einfach mal eingesetzt. Achso, es hat die Karte aufgedeckt. Ja, okay, warum nicht? Warum nicht? So. Ach. Komm, wir gehen eine Abkürzung. Beste Abkürzung ever, oh. Hilfe! Doch, das war eine sehr tolle Abkürzung. Ja. Ach ja, irgendwie ist die Challenge aber langweilig. Der Anfang war vielleicht ein bisschen spannender. Aber sonst, man ist einfach viel zu OP. Du schießt ja halt diese Dinger runter, hoffst, dass alle sterben. Ist hier irgendwo noch ein Gegner? Ja, wo denn? Gegner, da unten, hi. Brauchst dich nicht zu verstecken. Der hat nicht ehrlich. Der Raum lässt einfach so ein Heiligenherz droppen. Echt? Seit wann geht das denn? Einfach so? Okay, ja gut. Naja, ja. Two of Diamonds, nochmal ein bisschen mehr Geld. Habe ich auch nichts gegen. Da unten ist ein Shop. Ist das nichts Erlebende? Nee, nichts Erlebende hat ja trotzdem nur einen Shop. Ist das trotzdem nichts Erlebende? Nee, trotzdem nicht. Okay, keine Ahnung. Hallo Shop. Wow. Okay, die sollten alle... Jo, danke. Du auch noch. Dann haben wir hier Geld, was wir nicht brauchen. Und einen Greed. Yay. Ein Greed. Greedy, greed, greed. So, da werden wir uns selber wehtun, das war klar. Wir haben trotzdem noch genug Leben, das passt alles noch. Den Skull brauchen wir nicht. Den kriegen wir hier. Double Hand, was? Jo, wahrscheinlich. Ich hatte noch nie einen Double Hand. Oh mein Gott. Wo ist unsere Träne? Achso, wir sollten vielleicht mal unser Buch einsetzen. Na, haben wir Hand getroffen? Okay, der eine Hand ist tatsächlich tot. Weil wir ihn einmal getroffen haben. Okay, die halten nichts aus. Gut, gut. Wen kriegen wir hier? Ach ja, da waren wir schon drin. Und dann haben wir jetzt noch ein Lebensupgrade immerhin. Und sind in der Marm-Ebene nach 17 Minuten ungefähr. Ah, dann können wir sogar den Bustwash machen, wenn wir wollen. Wo ist denn der... Oh, da ganz oben rechts. Da müssen wir aber einen Weg laufen. Das ist schon ein kleiner Weg. Da laufen wir aber hin. Wir nehmen auch das kurz mit. Pushpin. Bringt, glaube ich, nichts mit unseren Tränen. So, so viele Steine. Kann überall was unter sein. Wir müssen überall nachgucken. Bestimmt unter dem ist jetzt was, aber bei dem gucke ich jetzt mal einfach nicht nach. So, sollte auch Two-Hits sein. Okay, dann drei Hits. Lässt du uns ein blaues Herz da? Nein. Was ist das? Wo kommt das denn her? Da war so ein schwarzes Viech. Habt ihr gesehen? So. Boss und Shop sind rechts. Das heißt, wir gehen rechts lang. So. Ich glaube, man kann... Was? Man kann nicht mal diesen Epic-Features mit irgendwas überschreiben. Oh, es sind sogar noch zwei Herzen.
sondern alles wird davon überschrieben quasi. Selbst wenn man ein IPCAC hat und sowas, das wird alles überschrieben von dem Epic Fetus. Das nehmen wir mal mit, das nehmen wir auch mit. Ach, das bringt uns gar nichts. Das transferiert unsere blauen Herzen in rote, aber... Nee, da behalten wir lieber mehr blaue Herzen, statt ein paar rote Herzen. Was ist das? Chariot? Bewahren wir schon die ganze Zeit auf. So, da oben ist noch irgendein Teil, wo wir eh nicht rankommen. So. Das heißt, wir können das gar nicht durch irgendwas ersetzen. Selbst wenn wir irgendwas finden sollten, was andere Sachen ersetzen würde, das nicht. Ich bin aber mal... Was ist denn, wenn wir die Lunge jetzt finden? Monstrous Lunge. Macht die irgendwas mit dem Teil? Das wäre ja witzig. Ich meine, Lokis Hörner macht ja anscheinend was. Hm. So und so. Und hallo, Mutti. Guck mal, wir haben ein Buch. Oh, wir haben dich getroffen. So, und tot? Nicht tot? Oh, gosh. Gut, wir nehmen das Polaroid mit. Und wenn hier was drin ist, dass wir Herzen opfern können, dann würden wir das machen. Ist allerdings nicht. Nur eine Spinne, die uns wehtut. Und ein neues Lebensitem. Gut, habe ich auch nichts gegen. Ein kostenloses neues Lebensitem. Und der Bosswash. Wir könnten sogar den Bosswash machen. Hier würden wir... Was ist das? Wafer. Was war... Ah, wir kommen ja eh nicht mehr weg. Wafer ist, glaube ich, ein gutes Item. Wafer halbiert halt den Schaden, den man bekommt. Das heißt, wenn wir uns jetzt selber treffen, kriegen wir nur einen halben Schaden. Auch wenn es die Gegner in The Worm treffen. Oder der Teufel. Ist, glaube ich, ganz angenehm, das zu haben. Was ich gerade ein bisschen schade finde, ist, dass wir unser Buch nicht ready haben, aber sonst sollten wir das trotzdem hinbekommen. Sogar recht schnell. So. Kriegen sogar ein blaues Herz. Und weg. Okay, was kommt jetzt? Okay, hallo Loki. Kannst du bitte mal aufhören, die ganze Zeit zu springen? Oh Mann! So. Und. Ey! Ah, du fettes Viech. Geh einfach weg. So. Hier auch noch. Kein Problem für uns. Zack. Ach, die zählen nicht als Bossgegner, oder wie? Diese kleinen Maden. Ist klar. Oh, sogar noch ein blaues Herz. Wieso kriegen wir hier so viele blaue Herzen? Finde ich gerade gut. Au, ja gut. Da konnte ich nicht wirklich ausweichen. Sogar getroffen. Nice. Diese kleinen Maden. Hier ist schon wieder ein blaues Herz. Wieso kriegen wir so viele blaue Herzen? Au, ey. Okay, schlimmstes Paar ever. Ich hasse diese Paarung hier. Monstro 2 und Gish sind echt das schlimmste Paar von allen. Oh, gosh. Selbst wenn er OP ist, ist das trotzdem das schlimmste Paar. Und ich weiß nicht, wo ich hinschieße, ist das Problem gerade. Okay, der eine ist schon tot, oder wie? Wo ist denn Gish? Ne, da oben. Au. Au. Dankeschön. So, jetzt kommen, glaube ich, nur noch die Reiter. Okay, ne, okay. Eine Spinne kommt auch noch. Spinne und Pin ist aber auch an sich nicht so schlimm. Oh, okay. Pin ist vielleicht doch schlimm. Doch nicht. Hallo. So.
Wir müssen uns nicht mehr bewegen. Ist das schön. Na, wo bist du, Maske? Da bist du. Sehr schön, jetzt kommen die Reiter. Genau. Auch kein Problem. Kriegen wir alles hin. Haben wir sogar blaue Herzen dazu bekommen. Und für so Wafer mache ich das gerne. So. Schade. Wo ist der andere? Auch weg. Ah, diese Reiter, die sich immer verduften. Was ist er denn jetzt? Da. Gut, das sind glaube ich die letzten Gegner, oder? War das nicht so? Ja. Und wir kriegen sogar noch ein Ei. Achso, wegen hier Dingens. There are options. Ja gut, dann nehmen wir den mit. Mulligan, they grow inside. Wenn wir jetzt Gegner treffen, dann produzieren wir Fliegen. Und ja, gut. Gut. Das ging ja schnell. Und dann sind wir jetzt auch schon in The Womb. Ich bin heute voll verwirrt. Tut mir leid. Tut mir wirklich leid. Noch verwirrter als sonst, glaube ich. Au. Aber wenigstens verlieren wir jetzt hier nur ein halbes Leben statt ein ganzes. Das ist ganz schön. Hat sich sehr gelohnt, glaube ich, eben den Boss war statt zu machen. Und wir könnten hier eigentlich überall durchlaufen einfach. Eigentlich müssen wir die gar nicht besiegen. Komm, wir laufen einfach durch. Au. Verdammt. Komm, wir laufen hier einfach durch. Tschüss. Wenn man dann natürlich den falschen Weg geht, dann ist das nicht mehr so toll. Au, oh, wow. Oh, wow. Was haben wir da? Das bringt uns nichts. Gut. Gut, wir gehen einfach geradewegs zum Boss durch. In der Hoffnung, dass wir nicht allzu viele Leben verlieren. Vielleicht kriegen wir ja noch ein paar. Oh, The Sun. Vielleicht kriegen wir sogar noch ein paar Leben, bis wir da sind. So. Zum Beispiel durch einen blauen Stein, der hier irgendwo ist. Auf jeden Fall so ein X-Stein. Das X markiert die Stelle. Rote Herzen. Oh, ein Lebensupgrade. Nicht schlecht. Wenn wir hier... Ne, kriegen wir nicht. Okay. Wenn wir hier einen Teufelsdeal bekommen hätten, dann hätte ich meine zwei Leben eingesetzt. Jetzt lohnt sich das allerdings nicht mehr. Und ich brauche mein Buch gar nicht. So, wollen wir fliegen? Ist die Frage... Ja, komm. Komm, wir wollen fliegen. Wir wollen fliegen. Das kriegen wir hier. Achso, Devil, die können wir ja trotzdem bekommen. Ganz vergessen. Okay, da wir das Polaroid mit haben, nehmen wir das Teil, kriegen dadurch sogar schwarze Herzen. Das war eine Bad Trip Pille, I can see forever. So, wir haben nur ein Katzen-Item. Gell? Ja. Jetzt haben wir noch die I can see forever Pille eingesetzt, das heißt, wir werden hier nochmal kurz nachgucken. Hätten wir sowieso schon die ganze Zeit machen sollen. Weiß ich gar nicht, warum ich das eben nicht gemacht habe. Nee, gut, ist egal. Wir kriegen schwarze Herzen. Wir haben sonst auch alles. Kriegen jetzt nur einen halben Schaden. Da unten war ein blauer Stein. Shit, jetzt habe ich den nicht kaputt gemacht. Nein, der blaue Stein. Und wir kriegen jedes Mal ein Schutzschild, wenn wir getroffen werden. Ist also recht nice. Sollten wir auf jeden Fall gut schaffen. Den hätten wir nicht in die Luft sprengen sollen. Aber egal. Egal, wir denken heute einfach mal nicht nach, sondern machen einfach. So. Ich habe schon richtig viele Fehler in diesem Run gemacht und man schafft es trotzdem. Weil man einfach von Anfang an OP ist. Man muss gar nichts großartig machen. Du schießt halt deine Dinger hier so rum und dann ist alles toll. So. Musst halt nur die erste Ebene überleben. So. Gut, dann sind wir auch schon beim Boss.
nachdem wir diesen Raum noch besiegt haben, ohne ein Leben zu verlieren, den wir dann doch verloren haben. Ja, ein Minischild. Das ist süß. So ein Minischild war süß. Gut, allerdings müssen wir bis zum Satan kommen. Und mit 4 Leben? Na, ich weiß ja nicht. So, zumindest. Ja gut, wir können halt 8-mal noch getroffen werden. Das ist halt echt chillig und wir kriegen auch gleich wieder ein schwarzes Herz dazu. Gut. Genau, wir müssen da runter. Wir gucken aber erst noch, ob hier irgendwo der super Geheimraum ist. Nee. Ja gut, in den super Geheimraum würde ich dann schon noch gerne gehen. So. Auch nicht. Vielleicht da. 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 Hier wäre auch noch ein Challenge-Raum in der goldenen Kiste. Gut, das hat sich nicht gelohnt. Aber wenn wir hier kein Leben verlieren, dann ist das egal. Wir hätten halt echt beim Bettler noch spielen sollen. Das wäre eigentlich ganz gut gewesen. Der hätte uns wahrscheinlich ein Lebensupgrade gegeben. Nee, das wäre gar nicht gut. Ein Lebensupgrade wäre schlecht. Was redest du denn da, Daisy? War gut, dass du nicht gespielt hast. So, jetzt können wir unsere satanische Bibel auch einsetzen. Da. Und nochmal kurz gucken. Nee, okay, ist egal. Wir gucken nicht nach einem Geheimraum. Wir brauchen den nicht. Wir haben 5 Herzen. 5 Herzen für den Teufel. Das heißt, wir dürfen 10-mal getroffen werden in der Hölle. Sollte machbar sein, sonst haben wir halt noch ein paar mehr Leben. Boss ist da oben. Hier wäre noch eine Bibliothek. Wir werden also... Oh. Na toll. Gut, das war verschwendet. Schade. Das hätten wir besser einsetzen können. Wir werden auf jeden Fall unser Buch noch einmal voll bekommen. Okay, da wäre noch ein Challenge-Raum. Da gehen wir diesmal einfach mal nicht rein. Hier sind wieder diese blöden Viecher. Überall. Oh gosh. Kein blauer Stein. Gut, dass wir The Wafer mitgenommen haben, ganz ehrlich. Das war eine der besten Ideen, die ich jemals hatte. Bitte geh schnell kaputt. Danke. Pinkies Eye. Bringt uns das was? Machen wir damit Poison Shots? Das wäre ja cool. So, hier noch können wir auch unsere Bibel nochmal einsetzen. Das heißt, wir dürfen tatsächlich 10-mal getroffen werden beim Satan. Beziehungsweise 9-mal. Beim 10-mal wären wir tot. Und dann ab zum Satan. Letzter Boss. Easy peasy. Okay, erster Treffer ist weg. Zweiter Treffer ist weg. Oh, wir machen tatsächlich Poison Shots. Wie cool ist das denn? Okay. Ja, also die Challenge war wirklich nicht schwer. Ich weiß, ich sag das häufiger, da haben wir die Rules Card freigeschaltet, aber die war wirklich nicht schwer und ich war gut. Mit den 30 Minuten lag ich gut dabei mit meiner Schätzung und damit haben wir alle Challenges geschafft, liebe Leute. Alle 20. Es gibt aber noch einen Mod, da kann man noch mehr Challenges freischalten, also die werde ich vielleicht auch noch machen. Aber nächstes Mal kommt dann erstmal eine Special-Folge wahrscheinlich oder wir spielen mit Maggie oder... Weiß ich nicht. Mit irgendwen. Wir können auch noch The Lost freischalten. Das fehlt auch noch. Und dann würde ich erstmal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Auch wenn diese Challenge nicht so spannend war, meiner Meinung nach. Und ich auch irgendwie nicht viel gesagt habe. Egal. Ich bedanke mich trotzdem recht herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Und tschüss.